Peterchens Mondfahrt von Gerd von Basewitz, Teil 3. Hurra, wir sind da! Wir sind auf dem Mond! Rief Peterchen begeistert und entstieg als erster der Sänfte des großen Bären. Er rutschte vorsichtig über den Rücken des großen Tiers hinab, indem er sich am Fell festhielt. Die Reisegefährten taten es ihm nach. Die Kinder und der Maikäfer schauten verwundert um sich und auch der Sandmann musste staunen, denn an dieser Stelle des Monds war er noch nie gewesen. Es war eine schroffe und bizarre Felsenlandschaft, die sich ihnen darbot. Der große Bär war von der anstrengenden Reise nun doch sehr erschöpft. »Das erste Irrlicht ist soeben erloschen«, sagte der Sandmann, der einen Blick auf das Stundenglas geworfen hatte, das er vom Taumariechen doch extra für diese Zwecke geschenkt bekommen hatte. »Aber es hilft nichts. Zuerst müssen wir für den großen Bären Futter suchen. Er braucht jetzt etwas zu fressen.« Der große Bär sah wirklich sehr ermüdet aus und so zogen die vier Abenteurer los, um für ihren großen Freund etwas Essbares aufzutreiben. Und so brachen sie auf, eine wunderbare Allee entlang, an deren Ende ein seltsames Tor stand. Sandmann, der immer wieder besorgt auf das Stundenglas mit den Irrlichtern schaute, drängte zur Eile und schritt den anderen voran. Die Allee, durch die sie gingen, war umsäumt von merkwürdigen Bäumen, wie sie die Kinder und der Sumsemann auf der Erde noch nie gesehen hatten. Endlich hatten sie das geheimnisvolle Tor erreicht. Der Sandmann klopfte und das Tor öffnete sich wie von Zauberhand. Dem Maikäfer und den Kindern verschlug es den Atem vor Erstaunen. Umrahmt von wunderschön geschmückten Weihnachtsbäumen, zu deren Füßen die schönsten Geschenke lagen, die sich je ein Kinderherz gewünscht hatte, sahen sie in der Ferne das Ziel ihrer Reise vor sich, den höchsten Mondberg. Er hatte die Form einer Zuckertüte und ragte unendlich steil hinauf in den Himmel. »Oh, Herr Sandmann, etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen«, sagte Peter und seine großen Augen glänzten. »Ja, ja, da staunst du«, entgegnete ihm der Sandmann. »Es ist die Weihnachtswiese.« »Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier gern stundenlang verweilen würdet, Kinder«, fuhr der Sandmann fort. »Aber es tut mir leid, wir müssen uns beeilen. Zuallererst müssen wir unseren Bären mit Futter versorgen. Der Weihnachtsmann wird uns helfen.« Und mit diesen Worten ging der Sandmann schon wieder weiter. Aber just in diesem Moment versperrte ihnen jemand den Weg. Es war ein Mann und er bestand ganz aus Pfefferkuchen. Er trug eine hohe Mütze auf dem Kopf, die ebenfalls aus Pfefferkuchen war. »Für Fremde ist der Eintritt verboten«, schnarrte er, »besonders für Kinder.« Das Sandmännchen versuchte, ihn zu besänftigen. schon gut, verehrter Pfefferkuchen«, sagte er. »Erkennt ihr mich denn nicht? Ich bin es, der Sandmann.« Er knüpfte seinen Mantel auf und zeigte dem Pfefferkuchenmann ein geheimnisvolles Dreieck, das er an einer goldenen Kette um den Hals trug. Es schien seine Wirkung zu tun. »Ach, ihr seid es, Sandmann«, sagte er jetzt viel freundlicher. »Wir brauchen etwas zum Futtern für unseren großen Bären, und da dachten wir...« »Vielleicht könntet ihr uns zum Weihnachtsmann führen«, fragte der Sandmann. »Zum Weihnachtsmann wollt ihr? Dann folgt mir«, sagte der Pfefferkuchen freundlich, denn er war froh, dass er etwas zu tun bekam. »Aber zuerst wollt ihr sicher etwas essen.« Und er bot jedem von ihnen ein recht großes Stück Pfefferkuchen an, das er einfach von seinem Rock abbrach. Die Kinder freuten sich riesig, der Sandmann lehnte höflich dankend ab und der Maikäfer mochte keinen Pfefferkuchen. Er fraß nur grüne Blätter. »Wir werden den Zug nehmen müssen«, sagte der Pfefferkuchen. »Es ist recht weit bis zum Weihnachtsmann.« Und dann bestiegen sie alle eine Eisenbahn, die aus Holz war, weil sie natürlich eine Spielzeugeisenbahn war. Der Pfefferkuchen spielte den Lokomotivführer und schon ruckelte der Zug an und die Fahrt ging los. Die Weihnachtswiese, über die sie nun fuhren, war eine Spielzeuglandschaft, die fast so aussah wie eine richtige Landschaft, nur viel zauberhafter. Hier wuchsen nicht wie in einer gewöhnlichen Landschaft Kartoffeln oder Bohnen, Gras oder Klee, sondern hier wuchs Spielzeug. Alles, was man sich an Spielzeug nur denken konnte, wuchs hier von kleinen Soldaten bis zu Püppchen, Ampelmännern und Teddybären, von Murmelkugeln bis zu Luftballons. Einfach alles. Man kann sich denken, wie den Kindern zumute war, als sie durch diese wunderbare Spielzeuglandschaft fuhren.
Doch wie alles ging auch diese traumhaft schöne Fahrt einmal zu Ende und sie waren am Ziel. Der Weihnachtsmann saß auf seinem Thron und betrachtete die Ankömmlinge freundlich. »Mir scheint, wir haben Besuch bekommen«, sagte er zur Begrüßung. »Wenn der Pfefferkuchenmann euch persönlich hierher gebracht hat, muss es etwas Wichtiges sein. Seid also herzlich willkommen. Was kann ich für euch tun?« Der Sandmann dankte zunächst im Namen aller für den freundlichen Empfang und kam dann auf den Anlass des Besuchs zu sprechen. »Ihr kennt sicher die Geschichte jenes Maikäfers, wenn ich euch seinen Namen nenne«, sprach er. »Sumsemann«, der Weihnachtsmann hatte sehr wohl von dem Schicksal dieses armen Maikäfergeschlechts gehört und betrachtete den Sumsemann sehr eingehend. Aber er wusste nicht, wie dem armen Kerl zu helfen sein sollte. Doch als ihm der Sandmann erklärte, dass sie lediglich etwas Futter für den großen Bären bräuchten, schickte der Weihnachtsmann sogleich nach einem großen Lebkuchenteig für das brave Tier. »Er soll uns aber etwas übrig lassen«, rief Peterchen dem Pfefferkuchenmann hinterher, der den Teig zum Bären bringen sollte. Nachdem sich die vier höflich vom Weihnachtsmann verabschiedet hatten, machten sie sich ebenfalls auf den Weg, um ihren großen Freund wieder aufzusuchen. Auf ihm wollten sie weiter zum Fuß des höchsten Mondbergs reiten. Doch mit einem Mal wusste das Sandmännchen den Weg nicht mehr. Sie hatten sich verlaufen, und so liefen sie aufs Geratewohl einmal links, dann wieder rechts, einmal vor, ein anderes Mal wieder zurück. Und plötzlich standen sie vor einem großen See, den es zu überqueren galt, denn das war die einzige Richtung, in der sie noch nicht gesucht hatten. Nun war guter Rat teuer. »Ach, wären wir doch bloß dem Pfefferkuchenmann gefolgt«, jammerte das Sandmännchen ganz verzweifelt. »Wie sollen wir denn über diesen See kommen?« »Nichts leichter als das«, behauptete der Maikäfer. »Fliegen natürlich!« Das war etwas altklug von ihm, denn er hatte nicht bedacht, dass zwar er und die Kinder fliegen konnten, nicht aber der Sandmann, und schwimmen konnte der leider auch nicht. Da war es ein Glück, dass sie noch auf dem Gelände der Weihnachtswiese waren, denn sie entdeckten am Rande des Sees eine Gummiente, wie Kinder sie gern zum Spielen benutzten. »Du nimmst einfach das Gummitier«, entschied Anneliese beherzt. Doch davon wollte das Sandmännchen nichts wissen. Erst als die drei ihre ganze Überredungskunst aufgeboten hatten, ließ sich der Sandmann endlich zu einer Fahrt über den See in der Gummiente bewegen. Vorsichtig bestieg er die schaukelnde Ente. Dann gab Peterchen ihm einen Schubs und das Sandmännchen stach in See. Er paddelte mit den Händen, nur war es nicht ganz leicht, auf der Gummiente das Gleichgewicht zu halten. Der Sandmann befand sich bereits in der Mitte des Sees, als er plötzlich mit seiner Gummiente umzukippen drohte. Schnell flogen Sumsemann und die Kinder zu ihm und mit vereinten Kräften gelang es den dreien endlich, das Gummitier und ihren Freund heil an das andere Ufer zu bringen. Hier jedoch warteten neue Überraschungen auf sie. Am Ufer des Sees musste der Sandmann zunächst einen recht steilen Abhang erklimmen. Die Kinder und der Sumsemann hatten es da leichter, sie konnten hinauffliegen. Als alle vier schließlich oben waren, legten sie eine Verschnaufpause ein, denn der Aufstieg war für das Sandmännchen doch recht anstrengend gewesen. Da kam plötzlich ein Hase des Wegs gehoppelt. Er trug auf dem Rücken eine große Kiepe, in der viele bunte Eier lagen. Der Hase blieb stehen und sah die vier Wanderer neugierig an. »Euch habe ich hier noch nie gesehen«, sagte der Hase. »Darf man fragen, wer ihr seid und wo ihr herkommt?« Der Sandmann stellte sich und seine Begleiter vor und er berichtete dem Hasen auch, aus welchem Grund sie die Reise zum Mond unternommen hatten. Der Hase hörte aufmerksam zu. »Tja, und nun haben wir uns verlaufen«, sagte der Sandmann schließlich. »Lieber Hase, weißt du zufällig, wo es zum Landeplatz geht, oder hast du womöglich sogar den großen Bären gesehen?« »Oh, ja, ja, natürlich«, antwortete der Hase sogleich. Und er beschrieb ihnen den Weg. »Ihr müsst quer durch das Osternest hier, dann da vorne scharf nach links, zweite Schneise rechts, dann wieder nach links und dann müsstet ihr ihn schon sehen.« Dann verabschiedete sich der Hase. »Aber nun müsst ihr mich entschuldigen«, sagte er. »Ich habe furchtbar viel zu tun«, sprach's und hoppelte davon. Und der Sandmann und seine Freunde schauten ihm nach, bis er ihren Blicken entschwunden war. Die vier Abenteurer folgten der Wegbeschreibung des Hasen und so fanden sie sich kurz darauf in der Osterwiese wieder. Hier war es beinahe so aufregend wie auf der Weihnachtswiese, von der sie gerade kamen. Viele, viele Hennen legten hier Tag aus, Tag ein ihre Eier. Sie kullerten auf eine Art Fließband und dieses beförderte sie dann wieder zu den Osterhasen, deren Aufgabe es war, sie bunt anzumalen.
Anneliese und Peterchen waren begeistert von diesem Anblick und konnten sich gar nicht losreißen. Und auch der Sandmann, der merkwürdigerweise auch noch nie auf der Osterwiese gewesen war, fand alles sehr interessant und lehrreich. Nur Sumsemann hatte für diesen Schnickschnack, wie er es nannte, nichts übrig und jammerte, wann er denn nun endlich zu seinem Beinchen käme. Doch da wurde der Sandmann sehr böse und er wies den Maikäfer zurecht. Er möge doch bitte etwas mehr Geduld aufbringen, schließlich hätten sie bislang noch nicht einmal ihren Bären wiedergefunden. Als sie weiter durch die Osterwiese schritten, kamen sie endlich zu der Stelle, auf die die Geschwister am meisten gespannt gewesen waren. Sie kamen an den Ostereierfärbeplatz. Hier saßen die Osterhasen inmitten von bunten Farbtöpfen, Pinseln, Lappen und vielen anderen Dingen, die zum Bemalen von Eiern notwendig sind. Rechts von den Osterhasen waren die Stiegen mit den weißen und braunen Eiern, die noch nicht bemalt worden waren. Und links von den Hasen standen die Kiepen aufgereiht, in welche die fertigen Eier verpackt wurden. War eine Kiepe voll, so kamen andere Hasen und brachten sie in das große Vorratslager, wo sie aufbewahrt wurden, bis das Osterfest gekommen war. Die Hasen gingen beim Bemalen der Eier so vor, dass sie ein Ei in die eine Pfote nahmen und es mit der Pfote ganz schnell drehten. Mit der anderen Pfote hielten sie einen Pinsel mit Farbe an das Ei. War es fertig, so gaben sie es einem weiteren Hasen, der es dann zwischen seinen beiden Pfoten hielt und so lange darauf pustete, bis es trocken war. Erst dann kam es in eine der Kiepen. Ein Hase war besonders geschickt. Er ließ das Ei wie einen Brummkreisel auf einer seiner kleinen Krallen tanzen und bemalte es dabei. Gern hätten Anneliese und Peterchen noch länger den Hasen bei ihrer Arbeit zugeschaut, aber der Sandmann sah immer wieder auf sein Stundenglas und drängte zur Eile. Also mussten sich Anneliese und Peterchen von diesem wunderschönen Anblick losreißen. Vorsichtshalber erkundigte sich der Sandmann noch einmal genau nach dem Weg zum Landeplatz, wo sie den großen Bären zu finden hofften. Dann zogen sie eiligen Schrittes los. Der Sumsemann wusste nicht genau, was er denken sollte. Letztlich hatte er es auf der Osterwiese doch ganz schön gefunden und auch er wäre gern noch geblieben. Auf der anderen Seite wollte er natürlich so schnell wie möglich an sein sechstes Beinchen kommen. Am liebsten wäre es ihm gewesen, das ganze Abenteuer wäre schon vorbei und er säße auf einer schönen Birke im Sonnenschein, er würde sechs Beinchen haben, ein Liedchen geigen oder ein leckeres grünes Blatt verspeisen. Der Weg, den die Osterhasen dem Sandmann nochmals beschrieben hatten, war nicht besonders weit, dafür aber sehr mühsam gewesen. Steile Anstiege und klaffende Abgründe hatten ihnen das Leben schwer gemacht. Doch dann endlich hatte Anneliese von fern den Landeplatz entdeckt, wo der große Bär friedlich lag und schlummerte. Als sie dann bei ihm angekommen waren, hatten sie als erstes bemerkt, dass der Bursche von dem leckeren Lebkuchenteig des Weihnachtsmanns natürlich nichts übrig gelassen hatte. Dafür hatte der ihm höchstwahrscheinlich viel zu gut geschmeckt. Aber sie waren ihm nicht allzu böse. Letztlich waren sie auf seine Hilfe angewiesen, wenn sie nicht zu Fuß zum höchsten Mondberg laufen wollten. Der Bär war schließlich aufgewacht und hatte die vier freudig begrüßt. Er war bei bester Laune, also bestiegen Sumsemann und seine Freunde rasch die Sänfte auf dem Rücken des Bären, der Sandmann gab dem Kurs an und schon ging es weiter. War der Flug zum Mond auf dem Rücken des Bären noch eine vergleichsweise ruhige Angelegenheit gewesen, so wurde die Reise auf seinem Rücken zu Land doch schon merklich schaukeliger. Der Bär trottete im Bärengalopp über den Mond dahin und mal rechts, mal links, mal vor, mal zurück schaukelte die Sänfte. Ab und zu setzte der Bär außerdem zu großen Hechtsprüngen an, wenn er eine kleine Felsspalte zu überwinden hatte. Und dann wurde es in der Sänfte regelrecht ungemütlich, wie auf einem Schiff bei zu hohem Seegang. Dem Sumsemann war schlecht. Ihm wurde alles egal. Er wollte nur noch eins, raus aus dieser schaukeligen Sänfte. Doch da wurden die Geschwister böse mit ihm. Sie schimpften, er solle sich gefälligst zusammenreißen. Was sie da machten, sei nun einmal kein Spaziergang, sondern ein gefährliches Abenteuer. Und schließlich gehe es um sein Beinchen und nichts sonst. Doch dem Sumsemann war nun einmal übel und er jammerte weiter. Dabei wäre es dem Maikäfer noch viel übler geworden, wenn er gewusst hätte, dass der Mond nicht nur so schöne Dinge wie die Weihnachtswiese und die Osterwiese beherbergte, sondern auch gar grausig anzusehende Gestalten wie etwa die Mondhunde.
Eine dieser Bestien hatte den großen Bären vorbeigaloppieren sehen. Er nahm Witterung auf. Das roch nach Beute. Das roch nach Nahrung für seinen hungrigen Magen. Gierig fletschte er die Zähne und rief seine Gefährten herbei, die ebenso hungrig waren wie er selbst. Eilig kam die Meute gelaufen und sie hetzten hechelnd der Spur des großen Bären hinterher, der ahnungslos weiter mit seinen Passagieren zum höchsten Mondberg trabte. Es dauerte nicht sehr lang und der große Bär spürte instinktiv, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Er blieb stehen und wandte sich um. Und da sah er in der Ferne auch schon die hechelnde Meute herantoben. Der große Bär hetzte nun mit großen Sprüngen voran. Er wollte versuchen, irgendein schützendes Plätzchen zu finden, wo sie sich verbergen könnten oder das ihm zumindest für die Verteidigung dienlich wäre. Aber ausgerechnet jetzt hatten sie eine weite, baum- und strauchlose Ebene vor sich. Nirgends bot sich auch nur der kleinste Unterschlupf. Doch in nicht allzu weiter Entfernung sah er einen Felsgebirge aufragen. Dorthin wandte er sich. Doch kaum hatte er es erreicht, waren die Hunde herangekommen. Obwohl der große Bär ein sehr kräftiges Tier war, hatte er einen schweren Stand gegen die blutrünstige Meute der Mondhunde. Von allen Seiten fielen sie über ihn her und verbissen sich in sein Zottelfell. Schlug der große Bär mit einem Prankenschlag den einen Angreifer in die Flucht, so waren immer schon die nächsten da, um ihn zu ersetzen. Das brave Tier war bald am Ende seiner Kräfte und auch die vier Passagiere glaubten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Peterchen hatte sein Holzschwert gezückt und versuchte, gegen die Hunde anzukämpfen, die den großen Bären von hinten anfielen. Er musste dabei wieder all seinen Mut zusammennehmen, denn die schwarzen Bestien mit ihren unheimlich funkelnden Augen und ihrem grässlichen Gebrüll waren wirklich furchterregend. Außerdem konnte er mit einem Holzschwert wahrhaftig nicht diesen riesigen Ungeheuern beikommen. Aber er versuchte es zumindest. Seine Schwester ließ ebenfalls den Mut nicht sinken. Sie feuerte den großen Bären, das brave Tier, mit aufmunternden Rufen an, was auch seine Wirkung zu haben schien. Denn obgleich der gute Kerl wirklich am Ende seiner Kräfte war, versuchte er noch immer, wenn auch vergeblich, sich der widerlichen Bestien zu erwehren. Aber auf einmal löste sich ein schwerer Stein von einer Felswand in der unmittelbaren Nähe des Kampfplatzes und polterte donnernd mitten unter die Kämpfenden. Unter lautem Heulen stoben die Mondhunde in alle Richtungen davon. »Weh, steh mir bei«, murmelte der Sandmann und wischte sich den Angstschweiß von der Stirn. »Das war aber wirklich ein glücklicher Zufall.« »Ja, so könnte man es nennen«, lachte schnarrend eine ihnen wohlbekannte Stimme. Und plötzlich wussten die vier, wer ihnen geholfen hatte. Doch es blieb ihnen nicht viel Zeit, sich über den unerwartet glücklichen Ausgang dieses Abenteuers zu freuen, denn der Sandmann sah schon wieder auf sein Stundenglas. »Nur noch zwei Irrlichter«, murmelte er sorgenvoll. Er drängte zur Eile. Sumsemann war mittlerweile so elend zumute, dass er gar nicht wusste, wie er das Ende dieser schrecklichen Reise überhaupt überstehen sollte. Aber darauf konnte jetzt niemand Rücksicht nehmen. Nachdem die Freunde dem tapferen Bären trotz ihrer großen Eile genug Zeit gelassen hatten, sich seine Wunden zu lecken, zogen sie weiter. Das Fell des großen Bären war jetzt zwar nicht mehr so schön, denn er hatte bei der Balgerei mit den Mondhunden einiges abbekommen, aber er war mittlerweile gut erholt und trabte munter voran. Er musste noch eine ganze Weile mit seinen Passagieren bergauf, bergab durch die felsige Mondlandschaft ziehen, während derer der höchste Mondberg, den sie schon seit geraumer Zeit sehen konnten, immer größer wurde. In gleichem Maße wuchs die Spannung unter den Insassen der Sänfte auf dem Rücken des großen Bären. Dann hatten sie den Fuß des höchsten Mondbergs erreicht und sie sahen auf einem Felsvorsprung wenige Meter unter ihnen eine riesige Kanone stehen. »Jetzt nehmt all euren Mut zusammen«, sagte das Sandmännchen leise zu Sumsemann und den Kindern. Die Geschwister und der Maikäfer standen nun vor dem letzten Abschnitt ihrer abenteuerlichen Reise, auf dem sie auch der Sandmann nicht mehr begleiten durfte. So war es vorherbestimmt.